Willkommen zurück zu Star Trek Elite Force. Und hinter der Tür war ein Fahrstuhl. Da habt ihr jetzt eine Woche drauf gewartet. Es sei denn, ihr seht die Folge, wenn ich schon fertig bin mit dem Let's Play. Denn habt ihr vermutlich nur ein paar Sekunden drauf gewartet. Los. Ein bescheuerter Aufzugsschalter, der nicht auf dem, also nicht vom Aufzug erreichbar ist. Fährt er jetzt? Ah, jetzt. Wie gut, dass ich dem einen Jäger diese Waffe abgenommen hatte. Boah. Tür auf. Ach, betreten wir schon wieder einen neuen Bereich. Geht aber schnell. Ja, damals waren halt die Technik noch nicht so weit, dass man dann sagen könnte, man hatte riesengroße Bereiche. Ein Fahrstuhl zum nächsten. Warum fahren wir eigentlich die ganze Zeit nach oben? Ich dachte, wir müssten dann irgendwie durchs Schiff durchfahren. Hey. Hinter Ihnen! Noch mehr davon. Also richtig aushalten tun die Dinger ja zum Glück nicht was. Hier sind wir. Sieht es soweit safe? Haufen wir. Erkennen. Wunder. Kein Wunder, dass die verloren haben, das Schiff verloren haben. Die ganzen Roboter greifen ja jetzt erst an. Vorsicht! Los! So richtig gut sind die vier jetzt auch nicht. Die haben nicht so wirklich was drauf. Ein bisschen mehr Munition für die Dinger könnte ich hier brauchen. Naja. So. Gut, anscheinend hätten wir hier gar nicht reingebraucht. Der nächste Roboter, der mir über den Weg läuft, kriegt's mit diesem Gerät hier zu tun. Ein mobiler Photon-Torpedo-Launcher. Da ist Ruhe. Naja, ein bisschen übertrieben. Die Kanonen auf Spatzen schießen ist nicht so effektiv. Ich würde noch so ein Föderationsschnellfeuergewehr fehlen. Aus dem Weg! Schieß es doch ab! Schieß es doch ab, bevor er sich irgendwo ankoppelt. Oh oh. Vielleicht hätte ich mal den Photonentorpedowerfer gleich in der Hand behalten sollen. Oh, ein Mech. Ja, ist ja gut, du hast ein paar Greifarme. Was soll denn das? Alter. Down war er. Down. Von wegen, Wartungsroboter. Da war vielleicht einer. Was hatte der schon großartig? Ein paar Greifarme, ja, super. So doll lebensgefährlich war das jetzt auch nicht. Sieht aus, als kämen wir nur auf einem Weg weiter. Wir müssen den Fahrstuhl nach unten nehmen. Von dort kam der Roboter. Ja, wie gesagt, ich wundere mich sowieso die ganze Zeit, dass wir nach oben fahren. Eigentlich müssen wir noch von links nach rechts fahren. Warum fahren wir nach oben? Und nach oben und nach unten, muss man ja sagen. Was ist los? Alter! Wie viele sind es? Zu viele. Wie viele sind es? Jetzt ein paar weniger. Das fliegt, das Scheißteil. Es flog, das Scheißteil. Es flog in die Luft.
cool. Wie kommt man da hoch? Ah. Hier. Na, nun. Sehr schön. Sowas kann man gut gebrauchen. Was ist das? Gibt's doch noch eine neue Waffe? Was haben Sie aufgehoben? So etwas wie ein Schweißgerät ist aber eine ganz brauchbare Waffe. Hört, hört. Okay. Gab doch noch eine neunte Waffe? Ja. Interessant. Lauf mir doch nicht dauernd ins Gefährtfeuer. Hier Multiplayer oder was? Oh. Ja, doch. Ganz brauchbare Waffe. Ich muss mal diesen Scheiß-Raketen abschließen. Wir müssen weiter ordnen. Warum ist der tot? Ist der tot? Hä? Ich will mal jetzt gucken, ob das nicht zu verhindern ist. Warum ist der tot? Einfach mal so. Ja, zack, er ist tot. Hä? Oh, wäre schön, wenn ich den wenigstens vorne noch machen kann. Das war ein gutes Kommen. Alle in Ordnung? Alles super. Ach, das war mir. Alles super. Was haben Sie aufgehoben? So etwas wie ein Schweißgerät ist aber eine ganz brauchbare Waffe. Hört, hört. So, mal schnell gespeichert. So, jetzt die ganze Schose nochmal. Hinter Ihnen! Da drüben! Ah! Hören Sie auf! Ja, er hat auch genau die Waffe zu laufen. Jetzt lebt er noch. Aha, cool. Also verschiedene Storyläufe gibt es auch noch. Ist ja interessant. Wusste ich noch gar nicht. Also das hatte ich nicht in Erinnerung, dass es sowas gab. Geschütze! Eins weniger. Zwei weniger. Au. So. Super. Nicht schlecht. Wo geht's weiter? Speichern. Dass mir hier keiner abkackt. Verstanden? Noch ein Waffenterminal. Oh, Munition. Ich glaube, mit Dings hatte ich auch noch Munition. Ich laufe mal zurück und hole sie. Es lohnt sich eigentlich immer, Waffenmunition zu holen. So. Ist fast wieder voll. Oh, Lebensenergie. Ja, das will man. Ach nee, warte. Zack. Ist ja gar nicht mehr warum oder wieso? Oh. Okay, ich war's. Ich hab's kaputt gemacht. Ich geb's zu. So, zerstörbare Umgebung. Ist das nicht der pure Wahnsinn? Alle noch. Leben alle noch. Waffenenergie, Lebensenergie, weiter geht's. Da ist noch einer. Da ist noch einer. Ja, ja, ja. Ich hab's ergriffen, aber ich hab's auch irgendwo. Super, vor nichts geschissen kriegen und uns jetzt auf den Sack kriegen. Gehen. Sack kriegen, ja. Von uns jetzt einen auf den Sack kriegen. Oh, sag mal. Wie kreucht denn hier noch von diesem Kram durch die Gegend? Oh, sehr schön, Munition. Ex
aus. Sie nähern sich dem Geschützrohr. Der Wagen sollte in der Nähe sein. Nehmen Sie ihn und fahren Sie runter zur Plasma-Fokuskammer. Sie müssen sich beeilen. Wir nähern uns jetzt erst dem Geschützrohr, Alter. Cool. Ich vermute, da geht's ins All. Das hier sieht aus wie ein Stargate. Und die Hörer erinnern mich irgendwie Gott, wie hieß denn das gleich nochmal? Star Wars. Wie hieß denn das gleich nochmal? Star Wars. Oh, schade. Was? Ah, nicht gespeichert vernünftig. Entschuldigung. Wollte ich nicht. Das hatte ich mir so jetzt anders vorgestellt. Es könnten noch andere da sein. Das ging mal da mal weg. Das ist Tor. Alle in Ordnung? Die hatten wir eigentlich erst hier im... ist egal. Exzellent, Monroe. Sie nähern sich dem Geschützrohr. Der Wagen sollte in der Nähe sein. Nehmen Sie ihn und fahren Sie runter zur Plasma-Fokuskammer. Sie müssen sich beeilen. Ja! Jetzt muss dieser Fahrstuhl losfahren. Ja, nu. Ja, geht doch. So, jetzt hat's mal geklappt. Ich dachte, ich würde davon schweben hier durchs Geschützrohr, aber es hat nicht ganz so funktioniert, wie ich mir das so gedacht hatte. Ich mit meinem Plasmabrenner da. Los geht's! Tschum. Eine feine Abstimmung. Und wir haben angekoppelt. Alle Mann von Bord. Sie haben das Ziel erreicht. So weiter geht's. Achso, wir sind schon auf der Seite der Tür. Anderen Seite der Tür. Der Seite der Tür. Das sieht nicht gesund aus. Vorsichtig! Das sieht aus wie super erhitztes Ionengas. Das würde sofort das Fleisch von ihren Knochen sengen. Großartig. Lass mal ausprobieren. Das Fleisch sieht noch sehr haltbar an meinen Knochen aus. Oh, irgendwie funktioniert mein Quicksaves nicht mehr. Hab ich das Gefühl. Irgendwas stimmt da nicht. Schade. Dann lasse ich meine Experimente jetzt mal. So. Wow. Vorsichtig. Das sieht aus wie super erhitztes Ionengas. Das würde sofort das Fleisch von ihren Knochen sengen. Großartig. Wo geht's denn hier lang? Blödes Viehzeug. Aha. Oh. Der Geschützturm ist nicht so gut. Hier überhaupt. Bin ich jetzt hier in einem Secret-Raum oder sollte ich sowieso hierher? Oh, stand vielleicht etwas zu dicht. Hey, Monroe, was auch immer Sie getan haben, es hat funktioniert. Das Gas strömt nicht mehr aus. Ja, it's magic. So, nichts wie zurück. Da dachte ich, hätte hier irgendein Secret Room gefunden. Hier oben gucken. Was ist hier so? Das ist Geräusch. Wow.
Fahrstuhl. Ich glaube, es ist wohl zu doof, da hoch zu klettern, wa? Okay. Hier ist irgendwie auch nichts. Naja, Waffenenergie. Aber ansonsten war da recht wenig. Ups. Diesmal sollte ich vielleicht den Fahrstuhl nehmen. Ah, er schon wieder. It's a trap! Ja, da drin kommt noch mehr davon. Alles am Leben. So. Speichern. Speichern. Weiter geht's. Auf ein Scheißleben als Roboter. Eigentlich in so einer Buchse, bis du rausgelassen wirst, dann ist das Leben auch schon vorbei. Was? Was schießt denn da? Haben die jetzt mich meine eigenen Leute erschossen? Was war denn das? Und da hatte ich nicht gespeichert. Warum greift er uns schon an? Geh weg. Mal lieber was gegen die Arme da tun sollen. Echt jetzt. So, das ist ein Rohr. Das kann ich nicht kriegen, weil ich weiß nicht genau. Jetzt. So, ist hier noch irgendwelche Geschützrohr? Was hat der denn gerade mich die ganze Zeit beschossen? Das war knapp. Manchmal muss das alles ein bisschen gerieft ablocken. Was habe ich denn ja vorhin die ganze Zeit getroffen? Jetzt ist plötzlich nichts da. Ist doch komisch. Also das kann nicht gewesen sein. Da war ich ja nicht im Schusswinkel. Plasmaröhren. Wir müssen in der Nähe der Fokuskammer sein. Das hoffe ich doch. So allmählich wird es Zeit. Oh, noch so einer. Da oben! Bei mir geht mir die Muni für das Ding leider aus. Ah, das sieht gut aus. Alle in Ordnung? Jo. Ich kann mir auch nicht vorstellen, wie meine eigenen Leute sterben können, weil eigentlich schießt alles die ganze Zeit bloß auf mich. Was war das? Was ist wo? Lauf mir doch nicht die ganze Zeit vor die Klappe. Sie sind in der Plasma-Fokuskammer. Ja. Erkennen Sie das Problem? Ich sehe es. Er ist völlig falsch ausgerichtet. Ach so. Wie kriegen wir das wieder hin? Ich glaube, es gibt ein paar Computerkonsolen auf der anderen Seite. Da ist eins. Mächtig gegendrehen. Jetzt hin? Darüber oder was? Irgendwie nicht gut gesteckt. Warum muss ich ohne? Okay, brauche ich. Nee, ist hier nicht. Schade. Müssen wir jetzt hier weiter oder was? Bin hier gerade nicht mehr.
Die gravitische Panzerung in dieser Ebene darf nicht vollgeladen sein. Passen Sie auf! Puff, da war ich. Ein weiterer war doch hier auch noch irgendwo. Irgendwas gehört? Was war's? Achso. So. Ich glaube, das war... Na, das war doof. Geht schon. Ja, das war nicht so gut. Oh oh. Achso, meine Leute können jetzt nachkommen. Super, ich muss mir hier einen abhüppen und die kommen jetzt einfach nach. Auf Fahrstuhl, aber pronto. Pronto mio. Wir haben keine Zeit. Die Voyager ist am Sterben. Da sind sie schon. Gut, weiter jetzt. Tür auf. Tür auf. Was ist denn hier los? Die Tür ist verschlossen, Sir. Tuvok sagte, dass er alle Sicherheitsschlösser deaktiviert hat. So schade, dass Chell nicht hier ist. Da sind einige Mikrofissuren in der Türstruktur. Ich glaube, ich kann sie wegpusten. Ich gehe mal strikt zurück. Gute Arbeit, Austin. Ich hätte nicht viel von einem Sprengspezialisten, wenn ich nicht mal eine Tür wegpusten könnte. Den Satz habe ich schon mal anders gehört. So, und wie es da weitergeht... Seht ihr in der nächsten Folge. Bis dahin. Tschüss.